Meine Stadt. Unser Frankfurt am Main. Und das bin ich, Thomas Beppler-Wolf. Sie kennen mich vielleicht auch von den Brettern, die die Welt bedeuten. Da heiße ich Beppi. Und so nennen mich auch fast alle hier in Frankfurt. Warum ich Ihnen das sage? Weil ich wieder im Stadtparlament Ihre Interessen vertreten möchte. Am 14. März 2021 sind Kommunalwahlen. Und Sie sorgen mit Ihren Stimmen dafür, dass Frankfurt auch in dieser schweren Zeit ein leistungsstarkes Stadtparlament und eine klare Perspektive für eine gute und erfolgreiche Zukunft bekommt. Ich möchte Ihnen nur 4 von unzähligen Verbesserungen aufzählen, die die SPD in den letzten 5 Jahren für Frankfurt erarbeitet hat. Sie kennen sie und Sie erleben diese Verbesserungen täglich. Zum Beispiel Fahrradinfrastruktur, kostenfreie Kita-Plätze, Mietpreisbremse bei der ABG, kostenloser Eintritt für Kinder und Jugendliche in Museen und Zoo. Das und noch viel mehr wird es ohne uns nicht geben. Und ein verkehrsfreies Mainufer wird ohne uns künftig wohl auch nicht mehr realisiert werden. Doch was können wir in Zukunft für Frankfurt tun? Und ich persönlich stelle mir die Frage, was kann ich für Sie und die erfolgreiche Zukunft unserer Stadt tun? Konkrete Einzelmaßnahmen kann ich Ihnen natürlich noch nicht versprechen. Ich werde mich aber dafür einsetzen, das Beste für Sie und die Zukunft unserer Stadt herauszuholen. Gerade in der derzeitigen Situation bewegt viele die Frage, habe ich nächstes Jahr noch meinen Job, meine Wohnung, mein Lebensumfeld? Haben meine Kinder in Frankfurt eine Perspektive? Können meine Familie und ich überhaupt noch hier leben? Bekommen wir bezahlbaren Wohnraum für alle Einkommen? Ist unser Frankfurt auch ökologisch zukunftsfähig? Leisten wir unseren Beitrag zum Klimaschutz? Erhalten wir die Sicherheit auch für unsere Kinder und älteren Mitmenschen? Wie stärken wir das gesellschaftliche Leben und das Miteinander? In den letzten Monaten haben wir erlebt, wie wichtig unser Zusammenhalt ist. Mir ist das während meiner Balkonkonzerte und Altenheimbesuche während des Lockdowns klar geworden. Ich habe so viele Freude in den Gesichtern der Menschen gesehen und auch schriftlich sehr viel Dankbarkeit erfahren. Dieses Mit- und Füreinander müssen wir uns bewahren und weiter stärken. Das ist mein zentrales Anliegen. Gerade heute brauchen Vereine, Gastronomie, Schaustelle und Kulturschaffende unsere Unterstützung. Dafür setze ich mich auch künftig ein. Im Hinblick auf Freizeitgestaltung müssen wir nach vorne blicken und neue Ideen entwickeln. Ich stehe für die Erhaltung und Weiterführung wichtiger kultureller Projekte. Der Zoo, die Kunst, Museen und das Kinder- und Jugendtheater. Die städtischen Bühnen müssen in der Innenstadt erhalten bleiben und nicht an ein Industriegebiet gedrängt werden. Es muss im neuen Theaterdistrikt, der Kulturmeile, ein Theater der Zukunft und nicht der Vergangenheit entstehen. Die freien Theater brauchen weiterhin unsere Unterstützung, um künftig bestehen zu können. Ich stehe für eine liberale, offene und bunte Stadtgesellschaft, frei von Rassismus, Antisemitismus, Homophobie und Diskriminierung. Für mich gilt, solange auf der Welt ein Mensch aufgrund seiner sexuellen Einstellung verfolgt oder ermordet wird, dürfen wir nicht aufhören zu kämpfen für Freiheit, Respekt, Gleichheit, Gerechtigkeit. Ich stehe für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen und Kulturen. Und dass in unserem Frankfurt das Künftige geprägt wird von noch mehr Grün, weniger Autos in der Innenstadt, einer weiterhin attraktiven und vielfältigen Einkaufsmeile und Ort, in dem wir arbeiten, einkaufen, flanieren, feiern und genießen. Ich weiß, dass alle meine politischen Ziele auch finanziert werden müssen und das schaffen wir nur Hand in Hand mit einer starken Wirtschaft. Frankfurt kann das alles. Wir können das. Gemeinsam. Davon bin ich überzeugt. Ich werde zusammen mit den anderen Stadtverordneten an Lösungen für unsere gemeinsamen größeren und kleineren Zukunftsfragen arbeiten, um für Sie und unser Frankfurt die Weichen für eine gute, erfolgreiche und starke Zukunft zu stellen. Es gibt viel zu tun. Ich freue mich drauf. Ich mach's für euch. Mit Herz, Humor und voll dabei.